willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Endlich nochmal, tut mir leid für die lange Pause. Und zwar gibt es heute eine kleine Neuigkeit und direkt einen Tag dazu. Und zwar werde ich heute in 28 Tagen als Au-pair nach Australien gehen. Und da dachte ich mir, um euch das so ein bisschen näher zu bringen, mache ich einfach mal den Au-pair-Tag. Ich habe bei Frieda auf dem Kanal den Au-pair-Tag gefunden, den sie von sich aus erfunden hat und sie hat sich gewünscht, dass es noch mehr Leute machen und deshalb dachte ich mir, mache ich doch heute einfach mal den Au-pair-Tag. Und wir fangen einfach direkt an. So, die erste Frage ist, warum hast du dich dazu entschieden, Au-pair zu werden? Ich habe mich dazu entschieden, ein Au-pair zu werden, weil ich erstens ein absoluter Reisemensch bin. Ich liebe es zu reisen. Ich bin, seit ich ein Baby bin, immer unterwegs in allen möglichen Ländern. Und ja, deshalb ist es eigentlich der perfekte Job für mich. Zweitens natürlich die Arbeit mit Kindern. Ich bin sehr gerne mit Kindern zusammen, arbeite sehr gerne mit Kindern und mache das hier auch momentan. Ich mache ein freiwilliges soziales Jahr in der Ganztagsschule und arbeite somit seit einem Jahr jeden Tag mit Kindern zusammen. Ein Grund, warum ich mich fürs Au-pair und nicht fürs Work and Travel entschieden habe, ist auch eben das Arbeiten mit Kindern und auch noch, dass ich eben in einer festen Familie leben werde und somit auch meine Ansprechpartner habe, was mir eigentlich ganz wichtig ist. Beim Work and Travel würde ich immer nur rumreisen und lerne verschiedene Leute kennen und so bin ich einfach in meiner festen Familie. Ein weiterer Grund sind frühere Erfahrungen von mir, und zwar als ich noch ein kleines Kind war, so im Grundschulalter, hatten auch meine Nachbarn immer ein Au-pair, was dann zum Beispiel aus Russland kam. Und auch da fand ich das immer schon super interessant. Ich habe es geliebt, mit dem Au-pair zu spielen und habe auch schon immer so gedacht, vielleicht machst du sowas auch mal. Und ja, jetzt bin ich hier und mache ein Au-pair, ja. Ein weiterer Grund, den ich euch jetzt nennen werde, ist, dass ich die Sprache gerne flüssig können würde. Es kann immer sehr nützlich sein und ich bin eh so ein bisschen zu der englischen Sprache hingezogen, da ein Teil meiner Familie auch ziemlich lange in Amerika gelebt hat und deshalb finde ich das alles sehr interessant und interessiere mich auch sehr dafür. So, bei der zweiten Frage musste ich etwas umändern. Die Frage war nämlich, warum Amerika? Aber halt, stopp, ich gehe nach Australien. Also warum Australien? Ich habe mich für Australien entschieden, da ich, wenn ich weg wollte, weit weg wollte. Das habe ich somit und ich finde Australien sehr interessant und bin total gespannt, wie das Leben da so ist. Und ich habe vorher immer überlegt zwischen USA und Australien, weil das sind ja eigentlich die typischen Au-pair-Länder, aber habe mich dann schlussendlich erstens wegen der Gastfamilie für Australien entschieden und zweitens, weil ich bisher auch schon dreimal in USA war und somit da schon ein paar Erfahrungen mitnehmen konnte. Und Australien habe ich noch nie gesehen und deshalb kommt es noch auf meine Liste und ja. Die nächste Frage ist, welche Agentur? Welche Agentur? Ich habe keine Agentur. Ich gehe quasi privat nach Australien, ohne Agentur, ohne Ansprechpartner. Klar birgt es teilweise Risiken für sich, aber für mich war das einfach viel besser und einfacher. Es gibt so viele Möglichkeiten für Australien, ohne Agentur zu gehen, dass man quasi eigentlich keine braucht für Arbeit. Für Amerika ist es, glaube ich, vorgeschrieben, mit Agentur zu gehen, aber in Australien ist einem das frei. Ich habe meine Gastfamilie über Facebook gefunden. Da gibt es ganz viele Au-pair-Gruppen, Au-pair Australien, New Zealand und alles Mögliche. Da könnt ihr einfach mal suchen. Ich verlinke euch auch alles Mögliche unten in der Infobox. Dann gibt es noch eine Seite, die heißt Au-pair World. Wenn ihr euch mit dem Thema Au-pair beschäftigt habt, habt ihr bestimmt schon von der Seite gehört. Da könnt ihr euch auch anmelden als Au-pair. Sowohl die Gastfamilien können sich auch da anmelden. Und da ist es auch ganz einfach, eine Familie zu finden oder mit Familien in Kontakt zu treten. Und da könnt ihr eingeben, in welches Land ihr gerne wollt, wann ihr ausreisen möchtet. Und ja. Dann kommt die Frage, wann hast du dich beworben? Ich glaube, mit dem ganzen Au-pair-Prozess habe ich angefangen, Ende Sommer 2015, da habe ich mich erstmal so über USA informiert und war auf einem Infotag von einer Agentur und habe mich da angemeldet und Bewerbungen geschrieben und bin dort in den Matching-Prozess sogar gekommen. Da war ich bei der Agentur Cultural Care. Die kann ich auch sehr empfehlen, die sind alle total lieb und kümmern sich um einen. Aber letztendlich habe ich meine Gastfamilie dann, wie gesagt, Ende Januar gefunden, über Facebook. Und ja, bin seitdem in sehr starkem Kontakt mit denen und freue mich schon
echt, dass ich die Gastfamilie gefunden habe und freue mich schon, sie kennenzulernen. Und die fünfte Frage ist, wie viel Erfahrung hast du mit Kinderbetreuung? Und ich persönlich habe eigentlich sehr viel Erfahrung mit Kinderbetreuung, da ich ja aufgrund meiner momentanen Beschäftigung 5 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag mit Kindern zusammenarbeite, das seit ungefähr einem Jahr. Ich habe noch 2 Wochen in dem FSJ und habe auch schon ein paar Praktiken gemacht. 2 Stück waren in Kindergärten und 1 Praktikum im Krankenhaus mit Neugeborenen. Außerdem habe ich in meiner Freizeit auch viel gebabysittet und mit Kindern gespielt. Wie lange hat es gedauert, bis du deine Gastfamilie hattest? Ich beziehe das jetzt mal nur auf den Prozess für Australien. Und zwar hat es sehr lange gedauert. Nicht in Zeit, sondern in Aufwand. Und zwar habe ich mit sehr vielen Gastfamilien gesprochen und Kontakt gehabt und geschrieben. Es waren rund um die 50 bis 60 Gastfamilien. Ich habe ungefähr mit 10 bis 15 Gastfamilien geskypt. Und man merkt halt direkt, ob einem die Familie sympathisch ist, ob man da reinpasst, ob man die gleichen Interessen hat oder Vorstellungen. Und ja, letztendlich habe ich dann meine Gastfamilie gefunden und ich wusste eigentlich sofort beim ersten Skype-Date, das ist meine Gastfamilie, ich komme zu euch. Dann der erste Eindruck von deiner Gastfamilie. Der erste Eindruck von meiner Gastfamilie war sehr sympathisch. Sie haben sich sehr für mich interessiert, was mir auch total wichtig war. Ich fühle mich sehr wohl bei denen und sehr willkommen. Und teilweise habe ich mit Familien geskypt, wo es dann so war, ja, das sind deine Aufgaben, das musst du dann machen und tschüss. Ja, da denkt man sich auch so, okay, ich komme in eure Familie und werde mit euch leben. Wollt ihr vielleicht auch was über mich wissen? Und das war mir halt sehr wichtig und meine momentane Gastfamilie, sie erfüllen all meine Wünsche bisher und ich bin echt sehr gespannt und freue mich, sie kennenzulernen. Die nächste Frage ist, auf wie viele Kinder wirst du aufpassen? Ich werde auf 2 Kinder aufpassen. Das ist ein Junge, der ist 1,5 momentan und ein Mädchen, das ist 3 geworden. Wo willst du wohnen? Ich werde in Sydney wohnen, in einem kleinen Stadtviertel oder einem kleinen Vorort, kann man schon sagen, von Sydney. Eigentlich direkt mittendrin. Ich brauche vielleicht 10 Minuten mit der Bahn zum Opera House und ja, bin sehr zufrieden mit meinem Wohnort. Wie wirst du wohnen? Ich werde in einer eigenen Cabana, das ist wie so eine kleine Hütte, hinterm Haus wohnen, wo ich mein eigenes Wohnzimmer habe, mein eigenes Zimmer und mein eigenes Badezimmer und eine kleine Küche. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe es nicht erwartet, aber bin natürlich umso glücklicher und ja. Die nächste Frage ist, was sind deine 3 größten Befürchtungen? Eine meiner Befürchtungen ist, dass sich vielleicht hier zu Hause irgendwie was stark verändern könnte, wenn ich dann wiederkomme oder dass irgendwas passiert. Aber sonst habe ich eigentlich keine großen Ängste oder Befürchtungen. Ich bin da sehr offen und bin gespannt, was auf mich zukommt. Klar gibt es noch immer so kleinere Dinge, wie zum Beispiel, man denkt viel darüber nach, zum Beispiel, ob es Sprachschwierigkeiten gibt oder ob man gut mit der Familie klarkommt. Aber ich habe eigentlich keine großen Bedenken dabei. Dann die nächste Frage ist, was erwartest du von dem Jahr? Ich erwarte von dem Jahr natürlich viele neue Eindrücke und Erlebnisse und auf jeden Fall, dass ich viel für mich selber lernen werde, dass ich mich viel weiterentwickle und ja. Natürlich erwarte ich noch, dass ich viele neue Freunde finde und Menschen, die mein Leben bereichern, dass ich die Sprache danach gut beherrsche und dass ich quasi wie eine zweite Familie am anderen Ende der Welt habe. Was wirst du am meisten vermissen? Natürlich meine Familie, meine Freunde, die Zeit mit denen zu verbringen, mit meinen Freunden auf Konzerte zu fahren. Ja, aber wie gesagt, ich bin dem Leben für das eine Jahr in Australien sehr offen gegenüber. Was wirst du nicht vermissen? Ich werde auf keinen Fall das deutsche Wetter vermissen. Und ich denke auch nicht die gewohnte Umgebung momentan, weil ich wirklich mal was Neues brauche und weil ich wirklich mal wieder quasi dann in der Stadt wohnen werde, wo ich noch alles erkunden kann und es viel Neues für mich gibt. Die nächste Frage ist, was willst du danach machen? Mit Kindern arbeiten? Studieren? Ich weiß es noch nicht.
Was willst du in Australien auf jeden Fall sehen? Ich möchte auf jeden Fall so die typischen Sachen sehen, wie natürlich Sydney, da werde ich auch wohnen, das Opera House, die Harbour Bridge und so weiter, die ganzen Strände. Dann würde ich gerne die Great Ocean Road sehen, den Ayers Rock, das Outback, den Regenwald, Great Barrier Reef und die ganzen Städte wie Cairns, Melbourne. Und ich würde super gerne noch nach Tasmanien und nach Neuseeland. Was erwartest du von dem Jahr? Das ist eigentlich genau die Antworten, die ich eben schon mal gegeben habe. Neue Freunde, viel erleben, zweite Familie am anderen Ende der Welt, die Sprache und so weiter. Die nächste Frage ist, wie werde ich mit der unterschiedlichen Kultur umgehen? Ich denke, ich werde da sehr, sehr offen sein und ich freue mich, mehr über die Kultur zu lernen und das Leben dort und wie man sich dort so verhält und die ganzen Sitten und ja, deshalb, ich denke, ich werde mich sehr schnell dran gewöhnen und sehr offen sein. So, die vorletzte Frage ist, was hält deine Familie davon? Also ich glaube, meine Familie findet es super und ist genauso gespannt wie ich und unterstützt mich in der Sache auch sehr gut. Die allerletzte Frage ist, worauf freust du dich am meisten? Und ich freue mich tatsächlich am meisten darauf, meine Gastfamilie endlich mal zu treffen. Und ich bin sehr gespannt, wie es ist, mit denen zusammen zu leben und wie ich mich mit den Kindern verstehen werde und natürlich auf meine Erfahrungen in Australien und auf darauf, dass ich viele neue Leute kennenlernen werde, da ich eher sowieso ein Mensch bin, der sehr super gerne neue Leute kennenlernt und neue Freundschaften schließt und es super interessant findet, Leute aus anderen Ländern und Kulturen kennenzulernen. Und dann freue ich mich natürlich auf das Erkunden und auf die neuen Erfahrungen und darauf, wie ich mich selber weiterentwickeln werde. So, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gut gefallen hat und einen guten ersten Eindruck davon gegeben hat, was ich so in meinen nächsten Wochen vorhabe. Es sind jetzt noch genau 28 Tage, bis mein Flug über Hongkong nach Sydney geht und da werde ich euch natürlich auch mitnehmen und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, fragt mich gerne und schreibt sie mir in die Kommentare. Ich werde sie euch gerne beantworten und freue mich, noch mehr Videos für euch zu drehen. Bis zum nächsten Mal!